Herr Kutterer, als Präsident des DVW, des Veranstalters der Intergeo, freue ich mich, dass Sie hier sind. Es gibt natürlich einen aktuellen Anlass. Seit 2 Wochen steht fest, die Intergeo 2020 wird digital durchgeführt. Jede Menge Veränderungen sind damit verbunden. Zum einen natürlich ergibt sich schon aus der Konsequenz daraus, wir sind nicht mehr physisch in Berlin in den Hallen, sondern wir werden auf einer Plattform stattfinden. Für Sie aus Veranstaltersicht, was bedeutet diese Veränderung konkret? Welche Botschaft können Sie dazu geben? Ja, aus Sicht des DVW, des Veranstalters der Intergeo, kann ich sagen, dass das eine spannende, eine ungewöhnliche Situation ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass die Intergeo 2020 digital der richtige Ansatz ist. Wir verfolgen seit Jahren konsequent das Konzept der Digitalisierung in unserem Beruf, in unserem Umfeld. Und so ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir jetzt den digitalen Weg für die Veranstaltung gehen, nachdem es in physischer Präsenz nicht möglich ist. Der große Vorteil besteht nun darin, dass viele Leute dazukommen können, denen das ansonsten aufgrund von Reisebeschränkungen, aufgrund von weiten Strecken nicht möglich war oder die vielleicht nicht die ganze Zeit investieren wollten. Und wir sehen eine große Chance, unser Konzept der Plattform der Begegnung vom Analogen aus der realen Welt in das Virtuelle zu übertragen und sind sehr gespannt darauf, wie das funktionieren wird, sind aber auch zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Was verändert sich denn, was bleibt? Konkret waren ja schon Themen im Raum Digitalisierung, Klimawandel, alles Themen, die aktueller sind denn je. Bleiben denn die Referenten? Bleiben die Themen? Sind die Keynotes weiterhin dabei? Wie ist da der ganze Wandel geplant und die Abbildung? Ja, also wir sind derzeit natürlich noch an der Umstellung. Das ist eine Situation, die uns sehr kurzfristig erst erreicht hat. Aber in Bezug auf die Conference haben die wesentlichen Gespräche schon stattgefunden. Die Keynote-Speaker sind Stand heute meines Wissens alle mit dabei. Auch die DVW-Arbeitskreise, die sehr viele Teile der Conference bespielen, sind sehr engagiert mit dabei. Die haben inzwischen an anderen Stellen gute Erfahrungen mit den digitalen Formaten gewonnen. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr die gleichen Themen anbieten können im digitalen Format. Das ist für viele eine neue Erfahrung, aber mit Sicherheit auch eine sehr gute Ergänzung und Bereicherung. Insofern wird das gar nicht so sehr anders sein. Es wird eben die physische Begegnung fehlen. Inhaltlich, welche Themenbereiche werden denn in der Konferenz behandelt, werden tiefergehende Einblicke verschafft? Ja, die Themen, die angesprochen werden, sind natürlich weiterhin die Digitalisierung. Es wird weiterhin im Bereich Smart Cities auch verschiedene Ausführungen geben. Es wird Weiterentwicklung im behördlichen Bereich geben. Das wird dargestellt. Das hat in den vergangenen Jahren immer ganz gut funktioniert. Aber es sind eben auch die technischen Weiterentwicklungen im Bereich der Ingenieurgeodäsie, die hier dargestellt werden. Es wird nach wie vor zur Immobilienwertermittlung die neuesten Themen geben. Das ist das bekannte bewährte Spektrum mit wirklich herausragenden Referenten. 2020 ist das Jahr, wo wir quasi das einlösen können, was die Intergeo seit Jahren in den Fokus stellt. Keine Digitalisierung ohne Geodaten. Geodaten sind die Währung der Zukunft. Inwiefern spielt jetzt vielleicht auch die Digitalisierung der gesamten Veranstaltungsplattform auch noch rein in diesen Slogan? Ja, das denke ich, ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Für uns ist das so, dass wir jetzt wirklich im Live-Experiment auch verschiedene Varianten durchspielen können, die bislang eher theoretisch waren, weil auch die Notwendigkeiten nicht gegeben waren. Wir können uns jetzt intensiv darum kümmern, die digitale Welt mit Leben zu füllen, zu schauen, wie Interaktion im Digitalen stattfinden kann. Und neben vielen technischen Fragen lebt unser Beruf Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement eben auch stark vom persönlichen Austausch, von Kooperation, von der Pflege, von der Weiterentwicklung. Und das ist etwas, was sich deutlich leichter realisieren lässt, wenn man einen digitalen Zugang zur Verfügung stellt.
Die letzten Jahre wurde ja durch dieses einmalige Treffen der Geospatial Community einmal im Jahr, Ende September oder Oktober, ja auch eine wahnsinnige Netzwerkatmosphäre geschaffen. Inwieweit denken Sie, kann auch die digitale Abbildung der Veranstaltung dieses Netzwerken, diesen Austausch, auch den Lerneffekt, Wissenstransfer abbilden? Glauben Sie daran? Und wenn ja, wie kann es denn stattfinden? Ich glaube auf jeden Fall daran, dass das Ganze digital funktioniert. Wir werden sämtliche Möglichkeiten des Digitalen auch entsprechend nutzen. Im Bereich der Conference bedeutet das, dass wir Live-Events haben werden, dass wir aber auch aufgezeichnete Vorträge haben werden, die im Nachgang zur Verfügung gestellt werden. Es können interaktive Veranstaltungen sein, in denen sogenannte Breakout-Groups definiert werden, sodass man sich zum Dialog in kleineren Gruppen treffen kann und auf die Art und Weise eben auch Gespräche führen kann, die völlig gewohnt sind in einer realen Umgebung, die man im Digitalen vielleicht noch ein bisschen lernen muss. Aber durch die Erfahrung der letzten Monate bin ich davon überzeugt, dass das nur eine sehr geringe Hemmschwelle ist, an solchen Formaten teilzunehmen und auf die Art und Weise eben auch den persönlichen Austausch zu erreichen. Es gab ja diesen einen Moment, da war für uns alle klar, die InterGeo wird eben digital stattfinden. Wir können uns nicht in Berlin treffen aufgrund der Einschränkungen, die durch die Corona-Krise bedingt sind. Mal Hand aufs Herz, wie kam das bei Ihnen an im ersten Moment und wie wurde das beim DVW dann diskutiert? Und ja, wie hat sich das so entwickelt von der Dynamik her, dass man jetzt sagt, oh, und jetzt aber erst recht, also wir glauben dran, es wird alles gestreamt, abgebildet, Netzwerk wird möglich gemacht, wir bilden es digital ab. Das war ja kein extrem kurzfristiger Prozess. Corona war seit Anfang März etwa in den Medien präsent. Wir haben selbstverständlich auch mit Hinte Messe und Expo zusammen beobachtet, wie sich die verschiedenen Entwicklungen zeigen im Hinblick auf Großveranstaltungen und Ähnliches, hatten das regelmäßig dann auch beobachtet, hatten darauf gesetzt, dass ein hybrides Konzept unter vorgegebenen Hygienebedingungen auch funktionieren kann, mit der Maßgabe aus Berlin, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern nicht mehr möglich sind, mussten wir schauen, wie wir damit umgehen. Eine Absage war für uns aber kein Thema, eben aufgrund unserer Überzeugung, dass Digitalität ein zunehmend wichtiges Element unseres Alltags ist, unseres Berufslebens. Und insofern haben wir kurz durchgeatmet und dann klar gesagt, wir wollen das umsetzen. Wir wollen das als DVW e.V. umsetzen. Wir wollen es mit der Hinte auch umsetzen, um dadurch die InterGeo als Gemeinschaft von Konferenz und Messe durchführen zu können und auf die Art und Weise das Ganze eben auch als Chance zu begreifen, ein Angebot zu schaffen, das für unsere berufliche Community hochattraktiv ist und auf die Art und Weise auch stärker zu lernen, wie solche Veranstaltungen in der Zukunft aussehen können. Eine hybride Veranstaltung war in der Planung. Das war schon lange so und jetzt wird es eine rein digitale Veranstaltung sein. Ich denke, dass wir wirklich sehr viel davon profitieren, dass wir das durchführen, dass wir die neuen Formate ausprobieren. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ich freue mich auf die Veranstaltung und ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Vielen Dank.